Genau, da muss man. Ich glaube, die will das mal aufpassen. Bei der spektakulären Eröffnung von Einladen 2010. Die Leute, die Sie hier sehen, auftreten sehen heute Abend, sind alles Künstler aus Fürth, ein paar aus Nürnberg, ein paar aus Erlangen. Wir arbeiten jetzt das dritte Jahr mit diesem Monatsprojekt zusammen. Wir haben zum zweiten Mal den Fiedler, wir haben den ganzen Mai den Fiedler und machen hier verschiedene Sachen, Konzerte, Aufführungen, Performances, Fotografie und so weiter. Was Sie heute Abend sehen, wussten wir gestern noch nicht. Wir haben uns gestern Vormittag um 11 getroffen und angefangen zu arbeiten und Sachen zu entwickeln. Und es sind sehr viele kleine, kurze Stücke entstanden, zu denen dann der Herr Ammann vielleicht noch was dazu sagt. So. Also, wir nehmen keinen Eintritt. Wir würden uns über einen Austritt freuen am Ende. Direkt hier, wo man auch Getränke kauft. Spende circa ab 5 Euro. Gerne auch mehr, wie Sie möchten. Toiletten, es ist hier wirklich ein altes Modehaus. Es gibt nichts, was wirklich noch funktioniert. Kein Wasser, kein Klo. Wir haben deswegen hier gerade aus solchen Dixi-Klo für die installiert, die müssen. Da gibt es nachher auch ein Licht. Sie finden sich dann zurecht. Genau, Getränke jetzt noch schnell oder am Schluss dann wieder. Wir machen eine Veranstaltung ohne weitere Stopp, ohne Pause. Ja, was gibt es noch zusammen? Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Sagt es weiter, die nächste Veranstaltung ist am Freitag. Das Programm liegt hier, nehmt es mit. Und der Herr Ammann erklärt jetzt, was kommt. Jawohl. Ja, guten Abend. Warten wir noch ein wenig auf die Nachzügler. Ja, ich habe mir für die heutige Performance überlegt, dass wir sind ca. 19 Künstler und 19 Künstler arbeiten hier, dass wir eine Art Wir-Gefühl sozusagen erzeugen, am besten dadurch, dass wir uns spielen. Und wir haben jetzt das so gemacht, dass wir, so gibt es zum Beispiel das Stück Nils Pommer. Das Stück Nils Pommer ist inszeniert worden von Michael Herschel, der auch hier dabei ist. Der Nils Pommer kennt das Stück noch nicht, also das Stück über ihn. Und der Michael Herschel hatte die Option, sozusagen mit ein paar Leuten, die er auch nicht kannte, aus dem Ladenprojekt ein Stück zu inszenieren, maximal 5 Minuten. Das hat er getan, ich kenne das Resultat noch nicht. Und jetzt werden wir ihn im Prinzip alle Leute aus dem Laden vorstellen, so wie sie durch andere inszeniert worden sind.
Klingt spannend, ist auch für mich spannend und wir beginnen. Wir beginnen hier, deswegen bitte ich euch, hierher zu mir zu kommen, mit Blickrichtung nach da. Vorher nicht, nachher. Alles bereit? Okay. Wir sind da. Das ist alles gestern konzipiert worden, gestern Abend erdacht worden und heute geprobt worden. Das heißt, erwarten Sie Maximales. So, so. Okay. Also, wir sehen als erstes Stück Thor van Horn in der Inszenierung von Barbara Fannes. Engelhardt, das war schon der erste Fehler. Es geht auch darum, da ein bisschen Humor zu zeigen. Schon, oder? Herr Wuckerleck, was sagen Sie dazu? Es geht über Thor van Horn und inszeniert von Barbara Engelhardt. Ne? Hab ich ja gesagt. Genau, wie du es gesagt hast. Ne? Hier. Zeig dich mal, Schatz, du musst es nämlich auch genau anschauen, was über dich gemacht wird. Ja, ich schaue mir das an. Das machen wir den anderen aber nicht, das dauert viel zu lange, dann stehen wir morgen noch da. Meine Darstellung. So, jetzt Ruhe. Thank you.
das für den Stefan gemacht. Er hat mir erzählt, dass er aus der Oberpfalz kommt. Und da scheinen wenig Worte die meisten Worte zu sein. Also wenn man dort ist und jemand fragt, bekommt man eigentlich keine Antwort. Deswegen habe ich was sehr Ruhiges gemacht. Und in seiner Installation mit Horns so Wohnzimmer. Und da dürfen Sie auch gerne Platz nehmen später. Und ich habe das für dich gemacht. Du bekommst nächste Woche die Fotos und die darfst du dann an die Wand hängen. Dankeschön. Für dein Wohnzimmer. Bravo! Bravo! Wir sehen nun das Stück. Sind so leicht ablenkbar. Genau. Wir sehen nun das Stück Sophie Habenicht in der Fassung der Tür da hinten. Von Ralf Bauer, gespielt von Nora Allerdings. Vielen Dank. Thank you.